Es gibt für mich ein Leitmotiv, welches ich letztendlich pflege, auch mit meinen Frauen und Männern hier, nämlich Ehrenamt ist Ehrensache. Mein Name ist Carsten Steinmann, ich bin Ortsbeauftragter im Technischen Hilfswerk. Das Ganze mache ich seit 37 Jahren und 15 Jahre in leitender Funktion hier. Wir haben insgesamt 152 Helfer und Helferinnen hier vor Ort und das Ganze machen wir ehrenamtlich. Das THW gibt es 669 Mal im Bundesgebiet, ist eine Katastrophenschutzorganisation des Bundes und in erster Linie kümmern wir uns um die innere Sicherheit, den Katastrophenschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei geht es darum, Menschen, Sachwerte, Tiere aus Schadenslagen zu bergen, Infrastruktur wiederherzustellen, wie zum Beispiel Stromversorgung, bis hin zu Diensten, Spezialdiensten wie Brückenbau, Wassergefahren, Deichverteidigung, ja, und Notversorgung und Instandsetzung. Ja, wir sind stolz darauf, einen sehr, sehr großen Nachwuchs zu haben, nämlich insgesamt über 40 Junghelfer im Alter zwischen 6 und 17 Jahren. Das THW Uelzen ist in Wettkämpfen außerordentlich erfolgreich gewesen in den letzten Jahrzehnten. Der beste Platz auf Bundesebene war Platz 2 mit einer Jugendgruppe, sehr, sehr erfolgreich. Und diese Jugendlichen werden dann übernommen in den aktiven Katastrophenschutz. Und für mich ist es eine Aufgabe, neben ganz, ganz jungen Kindern spielerisch den Katastrophenschutz näher zu bringen und Kinder dazu und Jugendliche dazu zu animieren, andere Menschen zu helfen und nicht nur aufs Handy zu schauen und die Katastrophe zu belächeln, sondern tatsächlich auch helfen können. Das ist letztendlich der Anreiz, über viele Jahre mit meinem Team von Jugendgruppenbetreuern und Ortsjugendleitern, um hier wirklich eine schlagkräftige Truppe hinzubekommen, die im Übrigen auch ganz viel Spaß hat und wo die Freizeit auch nicht zu kurz kommt.